Einen schönen guten Morgen zurück in unserem kleinen Dörfchen. Der Tag 1 ist wieder vorbei. Und wir laufen erstmal Richtung Raunica. Oh, Falle ist wieder leer. Die habe ich aber gerade auch erst geleert und neu aufgebaut. Von daher logisch, dass sie leer ist. So, ich bin immer noch wieder erstaunt, dass wir keinerlei Flüssigkeit bzw. Hunger haben. Also Durst oder Hunger am nächsten Morgen, wenn man einfach 12 Stunden pennt. Bisschen unrealistisch, aber gut. That's not my problem. That's his problem. Dann habe ich noch 20... 10 Löffel und 10... Was ist das andere, was ich gecraftet habe? 10 Löffel und Köpfschellen. Was ist da oben links? Was war denn das für ein... Okay, ich habe keine Ahnung, was das oben links gerade für ein Perk war. Oder für ein Malus. Lass mal ganz kurz gucken. Branica ist da. Ja, mal gucken. Also, was heißt mal gucken? Ich gehe fest davon aus, dass ich genau einen einzigen Goldmünz... Also eine einzige Goldmünze dafür kriege. Dass ich die Dinger herstelle. Deswegen ist es eigentlich arg sinnlos, dass ich das mache. Außer, dass ich halt Crafting-Punkte kriege. Und dadurch hoffentlich ein bisschen Level. Aber für das Geld macht man das eigentlich nicht. So zumindest die Vermutung. Und ich glaube, ich werde nicht enttäuscht werden. Alter Schwede, was ist mit ihm los? Fuck, das ist ein Fuß. Okay. Ist auch besser so, dass du abhaust. So, wo ist denn das blöde Dorf? Ah, ich laufe exakt drauf zu. Okay, da ist ein Wildschwein. Jagt der Fuchs das Wildschwein? Krass, okay. Greifst du mich an? Okay, sind... Er hat S, also er hat den Fuchs getötet. Ich habe... Das Wildschwein getötet, naja. Kann ich mit leben? Gute Ausbeute. Kriegen wir noch mal ein bisschen Fleisch und Fell. Fuck, 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 fuck. Na, komm her. Oh, fuck, Alter, was ist denn hier los? Eigentlich sagt man ja mal im Zickzack vor dem Wildschwein weglaufen, aber jetzt hat das Wildschwein den Zickzackkurs eingeschlagen. Ja. Mal kurz unsere Pfeile wieder auf, die ich hier wieder panisch verschossen habe. Ging hier noch mehr rum eigentlich? Ja. So, Breitwegerich brauche ich. Da hinten. Oh Gott, Alter, hier ist er halt voll mit dem Zeug. So, da ist noch was. Ist echt schwer zu erkennen, muss ich sagen. Da haben wir noch welche. Gut, dann pfeifen wir mal kurz ein. Und weiter gen Dorf. Wo ist denn dieses Dorf, verdammt? Da ist noch ein Wildschwein. Stimmt hinter dem Hügel. Achso, und ganz kurz. Warum das mit den Pfeilen immer auch das Problem ist, weiß ich nicht. Dass die sich nicht wieder automatisch säcken, wenn man sie aufsammelt. Sondern man muss erstmal wieder alle deaktivieren und dann sind sie wieder übereinander. Komische Sache. Sehr gut, hier gibt es auch einen Händler. Ich brauche wirklich einen Leinen oder zwei Leinenfäden. Oder halt Flachs. Mir egal. So. Morgen. Das kleine Dörfchen. So, Lubomira, hallo. Leinenfaden da. $100 für einen Leinenfaden.
Fuck you. Oh, ich krieg sogar zwei. Freut mich ja. So, hier. Pelze kannst du haben, Leder kannst du haben. Federn behalte ich. Speisemäulchen gibt auch zwei. Cool. Das Fleisch wird schlecht. Breitwegerich kannst du auch haben. So, dann haben wir 453. Okay, ich könnte mir zwei Leinenfäden leisten. Tschüss. Ich spinne doch hier, wirklich. Wie du einfach null Output hast aus den Sachen, die du produzierst. Also, null Gewinn. Also für 100 Löffel kriege ich 200. Oder Schöpfkelle ist ja... ist ja Wurst. Das ist ja wirklich utopisch. So, gucken wir mal, was wir hier für eine Quest kriegen. Hoffe, irgendwas Einfaches. Hallo! Da ist auch noch ein Händler. Ja gut, aber der... hier läuft irgendwas rum. Schafe. Aber sie wird... oder er... wahrscheinlich ist es eine sie, wie immer. Ach nee, das ist die Queste. Nee. Norbert. Kohldünger, Kohlsamen, Tierfutter, Wolle. Unwichtig. Wobei ich aus Wolle, glaube ich, Wollfäden machen kann. Was ich allerdings erst lernen müsste. Okay, gut, bist weg. So, wer hat die Quest? In dem Haus hier. Hallo, Jurand. Kannst du mir helfen, ein Problem zu lösen? Vor kurzem kam es zu einer Überpopulation dieser Tiere und sie wurden zu einer Bedrohung für das Gleichgewicht in diesem Gebiet. Kannst du sie loswerden? Klar. Mit Tieren überfüllt. 14 Hirsche und Hasen. Wow, was kriege ich dafür? Eine eiserne Axt und eine Spitzhacke. Na dann. Sehr gerne. Ist aber egal wo, ne? Also muss nicht hier sein. Ne, ist ein Stein. Ist aus wie ein Wolf. Nee. Kann ich Schafe eigentlich kaufen? Alter, diese Preise. Also ein Hasen, ganz ehrlich. Weiß ich nicht, ob ich den jagen kann. Also Hirsche easy. Ach, das ist schon das andere Dorf wieder. Also, wenn ich... da, das ist ein Wolf, oder? Nee, das ist wieder das blöde Schaf. Die sehen auch immer gleich aus. Na gut, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Also Hase oder Hirsch. Gerade sehe ich einfach gar nichts. Ich kann erstmal Richtung Heimat laufen. Weil bei mir sind da definitiv welche. Also gut, am Dorfanfang von unserem, ich sag mal, Hauptdorf. Da sind Hasen. Aber Hasenjagen, puh. Schwierige Aufgabe auf jeden Fall. So, wo ist eigentlich mein Heimatdorf? Gott, Alter, ich bin sowas von verkehrt. Oh, ich blockiere. Ich bin blockiert. Ach, da lang. So, weil hier vorne sind ja auf jeden Fall Hasen. Hier weiß ich gar nicht, ob es hier Tiere gibt. Aber wir werden es herausfinden. Und hier ist auf jeden Fall schon mal gar nichts. So.
So, gucken wir mal von hier oben runter. Hier ist aber auch nichts. So, da ist das Dorf und da müssten da Hasen sein. Gleich am Waldanfang quasi. Da ist auch das Lehm. Sieht man sehr gut übrigens von oben. Wer hat denn da Bäume gefällt? Also es kann ja nicht gewesen sein. Krass. Da ist das Dorf. Also müssten da irgendwo die Hasen sein. Bin eigentlich relativ genau da, wo Hasen sein müssten. Da war einer. Da hoppelt da. Da hinten steht auch noch einer. Hier sind sehr viele Hasen. Keine Ahnung, ob ich den treffe. Geht der mal drüber. Yes. Nee, der Breitwegerich nicht. Mann. So, erster Hase. Da sind noch welche. Boah. Die Dinger fliegen sehr... Also ziemlich punktgenau, muss ich sagen. Da muss man gar nicht so weit daneben zielen. Alter, mein scheiß Pfeil ist weg. Ach, wieder minus ein. Ich meine, gut, wir haben noch etliche bei uns. In der Hinterhand. So. Ach. Mal wieder stacken. Da ist noch, da steht er ja schon. Zack. Okay, Hasenjagd ist doch einfach. Alter, wie viel Blut er verliert. Das ist ja mehr als der Hase. Also hier waren aber noch mehr. Da stehen sie doch. Zack. Juckt den anderen nicht wirklich. Nummer 4. Das könnten wir relativ schnell schaffen. Keine Ahnung, wo der erste Pfeil hinging. Aber er dürfte ihn gestreift haben, auf jeden Fall. Ist hinten am Fell so ein bisschen gekitzelt. Schön. Alter, okay, der ist ein bisschen weiter geflogen. Der hängt hier voll auf der Straße. Sehr gut. So. Die ersten 5 Häschen erledigt. Also Hasen sind anscheinend doch einfacher als Rehe oder Hirsche. So, Problem ist, hier kommen gleich die Wildschweine. Hier kommt wieder das Wildschweingebiet. Nee, oh, ein Hase. Ich sehe ihn gerade nicht. Da steht er. Okay, das, die Dinger sind wirklich sehr einfach. Nummer 6. Da hinten ist gleich der nächste. Och, der steht aber genau auf dem Weg. Ist er einladend. So, keine Ahnung, wo der... Ach doch, da hängt der Pfeil irgendwo. Also man sieht die Spitze auf jeden Fall rauskommen. Okay. Gut. Ich dachte, hier müssten jetzt eigentlich gleich Wildschweine kommen.
Ach, ein Glück habe ich diesen Perk schon gelernt. Das macht es deutlich einfacher. Oh, schade, hier sind aber keine mehr. Weil wir haben die Hälfte einfach mal schon geschafft. Sehr geil. Und ein paar Rehe können wir uns auf jeden Fall auch nochmal snacken. Die müssen jetzt ja eigentlich gleich kommen. Außer unser Jäger war schon wieder aktiv. Okay, ich sehe einfach gar keine Tiere mehr. Alter, wo sind die ganzen Hirsche und Rehe hin? Hat er die alle schon getötet? Also, ich spawne jetzt zum Glück jeden Tag. Krass. Weil normalerweise sind die ja immer hier auf der Lichtung. Okay, Respekt, Digga. Da war wohl einer sehr eifrig mit seinem Beruf. Gut, na dann gehen wir morgen weiter auf Jagd. So, ja. Was? Jagdhütte 1, Ressourcenlager 2, Scheune, kleines Haus, Grabungsschuppen. Morgen. Schmiede 1. Na gut, gehen wir erstmal was essen. So, ein Topf haben wir zum Glück noch. Obwohl, hier kommt Fleisch mit Soße, nehmen wir uns mal zwei. So, dann Fleisch wegpacken. Der Rest ist nicht hierfür. Ah, komm, wir können auch gleich was trinken gehen. Dann hauen wir den Rest erstmal aus dem Inventar raus. So, meine Frau bewegt sich einfach seit anderthalb Monaten, muss man ja sagen. Monaten nicht mehr. Die steht immer noch eisern an ihrem Platz. So, ist die Falle ausgelöst? Nee. Ah, dann hauen wir hier noch den Stock rein. Das sah sehr bedrohlich aus. Also, Stock. Okay, sehr gut. Wieder zwei neue oder vier neue. Pelze kommen hinten hin, Federn kommen hinten hin. Wobei, ich habe hier 26 Federn. Pelze kommen aber definitiv woanders hin. Ja, du bist arbeitslos, ne? Machst du an der Kiste? Weil dafür brauche ich erstmal wieder Früchte, die angebaut sind. So, Pelze weg. Ich mach ganz kurz das. So, der Rest passt. Sehr gut. 453. Ah, Roggen. Was kann ich mit Roggen anstellen? Also ich habe Roggen geerntet, ja. Falls ich das nicht gezeigt hatte. Kann ich aus Roggen irgendwas machen? Mehl. Fehlt mir aber das Schämer. Also aus Roggen mache ich erstmal Roggenkorn. Und aus Roggenkorn kann ich Mehl machen. Was kostet mich das? Roggen müsste hier sein. Mehl. Okay, eine grundlegende Ressource zum Kochen. Sie kann aus Hafer, Roggen und Weizen. Okay. Ja, required Haferkörner und so weiter. Aber... Ach, da fehlen mir einfach nur die Ressourcen. Okay. Okay, dann dresche ich mal ganz kurz das Roggen. Ich habe sehr wenig Roggen. Also das war gelogen, ich habe extrem viel Roggen. Wobei, stopp. Also Roggen kann ich herstellen. Tierfutter. Kann ich auch da herstellen. Dann, gut, Knüppel ist egal. Lehmbewurf muss ich unbedingt lernen.
Kann ich aber, glaube ich, noch nicht, ne? Stroh und Ton. Wo ist denn das Brot? Auf jeden Fall nicht hier. Brei aus Haferkorn. Dicke Suppe aus Kohl und Fleisch. Karotte, Fleisch. Okay, unwichtig. Wollfaden aus Wolle. Wollstoff aus Wollfaden. Fladenbrot aus Mehl und Eimer mit Wasser. Mit Zwiebeln. Haferkorn. Ich habe Roggen. Roggenbrote könnte ich machen. Ah, da brauche ich zwei Eier dafür. Meerkornbrot. Brauche ich einfach alles. Weißbrot. Aus Mehl. Eimer mit Wasser und Eier. Required Mehl und Eimer mit Wasser. Eier habe ich nicht, ne? Ich nehme mir schon mal das Roggen mit. So, wie stelle ich denn jetzt Eimer her? Konnte ich die craften? Nee, ne? Nee, aber die konnte ich da hinten auf jeden Fall herstellen. Da müsste ich nur nochmal zurückrennen und Eimer und Eier kaufen. Ach, Quatsch. Warte, geh mal weg, bitte. Ah, wo war denn das? Hier, Eimer. Ach, da brauche ich Wollfaden und Leinenfaden dafür. Scheiße. Ah, das ist doch kacke. Und ich habe die Technologie auch noch nicht. Mann, dass du hier alles kaufen musst. Ich könnte Weidekörbe noch produzieren. Also Leinenfaden kann ich herstellen. Ist das wert? Kann ich aus Roggen noch irgendwas Vernünftiges machen? Also ein Strohhut, da brauche ich einfach nur Stroh. Bringt mir auch 25. Schuhe. 100. Brauche ich 20 Leder. Alter, ganz ehrlich. Pilze. Alter, 150. Ach, ich glaube, ich muss sowas mal produzieren. Ich kaufe mir jetzt mal hier irgendwas. Ja, das kann ich nicht. Leinen habe ich nicht, Leinen habe ich nicht, Leinen. Was? Flachshalme? Pelz. Also ich könnte Pelz machen. Oh, Pelzumhänge. 150. Für 16 Pelze. Leinen kann ich nicht. Strohhüte. 50. Alter, 200. Bringt allerdings auch 100. Pelzschuhe. 100. Okay. Lederhandschuhe oder Schuhe, ist egal. Tasche. Tasche. Brauche ich 4 Leder und einen Stock. Pass mal auf, wir machen das mal. Wir holen uns mal den Blueprint. Eine Tasche kann in der Näherei gefertigt werden. So. Hat mich jetzt zwar 200 gekostet. Dann holen wir uns jetzt... Was war das? Stöcke? Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Leder wir haben. 100. Okay, wir haben 100 Leder. Ich glaube, wir haben hinten auch noch ein paar mehr. So, und jetzt kann ich Taschen herstellen. Nehmen wir uns einfach mal 10 Stöcke mit. Ich könnte auch welche sammeln eigentlich. Wobei, hier werden keine mehr rumliegen, ne? Ist egal. Kann ich auch gleich gucken, ob da hinten noch Leder drin ist. Und dann werden wir uns jetzt Taschen herstellen. Da bin ich echt gespannt, was ich dafür kriege. So, shit, kein... wo sind die ganzen Stöcke hin?
Steinmesser habe ich auch noch. Warum habe ich keine Stöcker mehr? Also Roggen können wir wieder zurücklegen. Ach, weil ich diese Kack. Werkzeuge, also ja, Werkzeuge in Anführungsstrichen Hersteller. Ah, das verbraucht so viel Stöcker. Ich meine, gut, wir können locker welche sammeln gehen im Wald. Also ich würde mir erstmal 5 holen, weil mehr Leder haben wir auch nicht. Wo ist denn das ganze Leder? Ich habe doch aber einen Jäger, oder? Ja, einen Jäger habe ich in Garda. So, Stöcke 1. 2, 3. Brauchen wir gar nicht so weit laufen. So, 5 Stöcke. Wir brauchen die halt 100 Leder. Und jetzt stellen wir uns bitte 5 Taschen her. So, 50 Sekunden. Dann nähen wir uns die ersten Taschen, die wir dann verkaufen werden. In irgendeinem Dorf, was uns dann hoffentlich wieder sehr viel Geld bringen wird. Ja. Pelze müsste ich eigentlich auch mal irgendwas lernen, damit ich die Pelze verarbeiten kann. Und dann hätten wir die beiden Sachen schon mal. Dann könnten wir theoretisch auch jemanden engagieren oder einstellen, der hier arbeitet. Ich glaube, es macht fast mehr Sinn, dass ich die aus der Werkstatt hier arbeiten lasse, in der Näherei. Und die soll mir einfach Taschen herstellen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch nochmal schnell. Handwerkerin. Neuer Job. Näherei. Arbeiter zuweisen. Näher. So, dann geht's in die Näherei. Arbeit. Bitte kleine Taschen herstellen. Ja, ich weiß, keine Ressourcen, aber irgendwann werden die auch wieder kommen. So, Trinkschläuche kann ich nicht herstellen. Einfache Taschen. Die bringen mir nicht viel. Und Leinen kann ich leider noch nicht herstellen. Und das ist alles noch gesperrt. Okay. Nichtsdestotrotz, was kann ich denn an Pelzen herstellen? Also, mit Pelzen. Dafür auch irgendwas? Kleiner Rucksack. Okay, gibt einfach 200. Bräuchte ich aber auch Leinenfaden dafür. Pelze. Macht tatsächlich nur Sinn mit Pelz umhängen. Und da habe ich gerade das Geld nicht dafür. Na gut, dann machen wir tatsächlich erstmal die Taschen weiter. Also Stöcke sollten ja hoffentlich irgendwann wieder reinkommen. Ja, hier brauche ich auch überall. Ja, hier brauche ich schon überall Wollstoff dafür. Ne, hier nicht. Feldstiefel. Normale Stiefel, 200. Brauche ich sogar Eisen schon dafür, für einen Beutel. Wollstoffe. Ja, das kann ich leider auch nicht herstellen. Schmiede, einfache Axt. Ja, brauche ich auch schon überall Eisen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich Eisen kriege. Hölzerner Teller aus dem Rundholz, okay. Hölzerne Schale, Federn, Eisen, Stöcker. Ja, und die Weidenkörbe könnte ich halt herstellen. Weil ich gerade nicht weiß, wo ich die überhaupt produziere. Aber gut, so, dann soll die. Was ist denn hier los? Achso. Dann soll die junge Dame hier mal bitte arbeiten. Dann braucht man definitiv Stöcker und Leder. Gut, aber das kommt beides rein. Wir rüsten uns mal eine Tasche bitte aus. So, plus 3 Gewicht. Und die anderen 4 werden wir verkaufen. Das machen wir aber in der morgigen Folge. Ach ja. Ach ja, ich brauche ja ganz, ganz wenig Leder nur noch. Oh. Okay, ich kann exorbitant viele kleine Taschen herstellen. Ich brauche halt nur Stöcker. Gut, dann werde ich jetzt noch mal ein paar Stöcker sammeln gehen in der Zwischenzeit und mir noch mal kleine Taschen herstellen. Stimmt, ich brauche nur 4 Leder und nicht 20. Ganz vergessen. Ja, na dann läuft das gleich.
die kleine Taschenproduktion. Vielleicht fällt mir auch noch ein Hirsch über den Weg. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder und dann gucken wir mal, was wir durch die Taschen an Geld generieren können. Ne? Bis dahin, meine Lieben. Haut rein. Ciao, auf Wiedersehen und tschüss.